Hallo aus Köln, hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns heute zum Teil 13 des diesjährigen Adventskalenders. Schön, dass du auch bei diesem Teil wieder dabei bist und heute habe ich ja einen meiner All-Time-Favorites nochmal rausgeholt. Also die sieht man ja auch immer mal wieder, wenn du im Blog schaust, dann laufen die dir immer mal wieder regelmäßig über den Weg. Und zwar diese kleinen Merci-Petit-Verpackungen in den schmalen Cellophan-Tüten, die kleinen Merci-Petits mit dem Designerpapier umwickelt. Ich finde das einfach so schön. Ich mag die so gerne und deswegen gibt es die auch regelmäßig. Ja, und meine Winter- oder Weihnachtsversion, die wir gleich zusammen machen, ist diese hier. Dafür habe ich Designerpapier in verschiedenen Blautönen mir zusammengesucht. Und zwar ist das einmal Babyblau, Pazifikblau und Marineblau. Und ich habe immer das Design mit diesen kleinen weißen Punkten genommen, weil ich das eben wie so einen Schneesturm oder Schneeflocken eben empfunden habe. Damit habe ich die eingepackt. Das Ganze hat dann hier oben einen runden Farbkarton, der das zusammenhält und diese mega Schneeflocke, die ist ja so schön in dem neuen Set, die ist, darf natürlich da nicht fehlen. Zauberhafte Grüße und eine schöne Weihnachtszeit kommt auch aus dem Set und eben hier unten nochmal so eine mehrlagige Schneeflocke. Das machen wir gleich zusammen und ja, du siehst, ich habe mich also nicht halten können. Ich wollte dann so eine Herbstversion machen und habe mich dann am Ende einmal quer durch die Prachtfarben gebastelt. Also das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gar nicht mehr aufhören wollte. Hier habe ich einmal eine Variante monochrom gestaltet in Glutrot und zwar habe ich da das Designerpapier mit den verschiedenen, also habe verschiedene Muster der gleichen Farbe gemischt, alles glutrot und zwar eben die großen Punkte, die großen Streifen und die kleinen Punkte und Streifen und habe das dann alles in glutrot gehalten. Tu, was dich glücklich macht, steht hier unten und dann habe ich hier, wie ich im letzten Video gesagt habe, eben auch dieses große Mandala verwendet und habe jetzt hier noch einmal die Blume in die Mitte geklebt. Die anderen Ideen, also dann habe ich noch eine zweite gemacht, wo ist sie? Mit zwei unterschiedlichen Farben. Das ist diese hier in Kürbisgelb und Olivgrün. Und die anderen habe ich dann kunterbunt gemacht. Das hat mir dann am Ende am besten gefallen. Alle Verpackungen haben dann dieses Mandala oben und eben hier unten nochmal eine Blume in Kontrastfarben. Und ich habe überall das groß gepunktete Designerpapier genommen und das hat mir richtig Spaß gemacht. Da hatte ich einen ganz schönen Nachmittag und habe jetzt ganz viele von diesen Dingern. Okay. Also die Fotos davon kannst du dir natürlich auf dem Blog anschauen und die winterliche Variante, die machen wir jetzt zusammen. Du brauchst dafür diese schmalen Cellophantüten, die sind ungefähr 5 x 20 cm und an der Seite, an der die Öffnung ist, also frag mich nicht, warum ich das so genau weiß, kürze ich die Tüte um so 4 bis 5 cm. Das mache ich auch vorher, dann muss ich nämlich die Bonbons gar nicht so tief oder die kleinen Schokoladendinger gar nicht so tief reinstecken. So, und dann brauchst du pro Verpackung 5 von diesen Merci Petit Pralinchen und das Designerpapier zum Drumwickeln. Und zwar habe ich das schon vorbereitet. Das Designerpapier hat jeweils ein Maß von 3,4 x 7,5 cm. Es darf noch ein Ticken kürzer sein, also 7,3 reicht auch. Und diese 3,4, die passen halt prima dann in die Cellophanhülle. Dann bekommt man die noch gut da rein. Außerdem brauche ich doppelseitiges Klebeband und da mache ich jetzt an jedes Stück unten einen Streifen, klebe ich auf und dann wickele ich das halt darum. Und während ich das mache, kann ich dir vielleicht noch mal ein kleines Update geben zu unserem Haus. Mittlerweile war der Räumungstermin, das heißt, die Vorbesitzerin hat ihre restlichen Sachen, die noch drin waren, alle ausräumen lassen. Ich konnte leider an dem Tag nicht dabei sein. Mein Vater hat das für mich übernommen und war dann dabei. Ein paar Möbel wollen wir von der Vorbesitzerin übernehmen. Die sind dann also hoffentlich gut drin geblieben. Und ja, wir sind im Moment mit dem leidigen Thema Kindergarten- und Grundschulsuche beschäftigt. Das ist ja so, ich habe drei Kreuze geschlagen, als wir in Köln endlich damit durch waren. Köln ist ja natürlich dramatisch, also Kindergärten wirklich dramatisch. Und ich war so froh, als wir dann einen Kindergartenplatz hatten für unsere Tochter. Und der Linus, der ist dann natürlich als Geschwisterkind
mit reingerutscht und wir haben auch einen wirklich guten Kindergarten erwischt, da hatten wir also echt Glück. Und jetzt geht das ganze Spiel in Langenfeld wieder los. Ich hoffe, es wird da ein bisschen leichter. Naja, die ersten Eindrücke sind da aber eher pessimistisch, was das angeht. Na, und für Maja brauchen wir eine Grundschule. Das ist natürlich dann auch nicht ganz so leicht, aber das ist alles gerade irgendwie im Fluss. Wir haben uns jetzt soweit auch für einen Boden entschieden. Müssen ihn jetzt nur bestellen, sind immer noch auf der Suche bzw. informieren uns, halt gucken uns so Küchen an. Ich mache mir die ersten Gedanken über den neuen Workshop-Raum. Da bin ich aber tatsächlich noch ganz am Anfang. Ich werde das erstmal so machen. Also wir nehmen natürlich so weit es geht die Möbel aus unserer Wohnung mit und dann werde ich auch einige dieser Möbel im Workshop-Raum erstmal nutzen. Von daher muss ich da jetzt gar nicht so viel im ersten Schritt anschaffen. Aber klar, Tische und Stühle muss ich mir natürlich besorgen. So, also du siehst, ich wickel das Designerpapier nur hier um die kleinen Pralinchen rum. Ich halte dabei diese Endstücke fest, sodass die hinterher nicht rausgucken und klebe das dann eben so eng wie es geht einmal rum. Und dann sind die relativ schnell so verpackt. Mittlerweile habe ich auch die ersten Kostenvoranschläge bekommen von den Handwerkern und ja, das ist natürlich, das Haus ist von 1985, das hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel und da ist relativ wenig dran gemacht worden. Bisschen erschreckend ist der Preis, den wir dann immer noch dafür bezahlen müssen. Das ist im Moment ja wirklich ein gruseliges Thema, aber es hilft ja nicht, ne? Günstiger kommt man halt nicht ran, aber von daher müssen wir da wirklich noch einiges renovieren. Wir haben befürchtet, dass wir alle Fenster austauschen müssen. Dem ist zum Glück nicht so. Also der Schreiner, der war da ganz optimistisch, meinte, die Fenster wären sehr gut noch. Die könnte man alle aufarbeiten. Das finde ich natürlich dann auch ganz prima. So, jetzt habe ich die verpackten Merci Petit hier schon mal in die Zellophantüte reingetan und bis nach unten durchgeschoben. Und jetzt geht es an die Dekoration und oben an den Verschluss. Dafür habe ich mir ein Stück Farbkarton genommen und zwar in Pazifikblau. Der sollte eine Breite haben von ungefähr 8,5 bis 9 cm und auch eine Länge von mindestens 17 cm. Und dann lege ich den auch so zwischen 8,5 und 9 cm an und falze einmal. Da bleibt dann hinterher, ich habe jetzt den Farbkarton mit 21 cm, also die komplette Breite abgeschnitten von einem DIN A4 Bogen. Ich hatte einfach kein Reststück mehr und dann kann ich mit dem Rest eben hinterher noch was anderes machen. Und dann habe ich die Stanzform, die größte Wellenkreis-Stanzform der lagenweisen Kreise genommen und damit stanze ich jetzt einen Kreis aus. Und zwar lege ich die Stanzform so an das Papier, das hier oben ist meine Knickkante, dass die halt so ein kleines bisschen oben drüber guckt, sodass ich eben nicht zwei getrennte Kreise habe, sondern eben die Kreise oben noch hier zusammenhängen. So kurbel ich das jetzt durch die Big Shot und ich kurbel das dann ein paar Mal hin und her, so dreimal ungefähr. Und dann hat die Form auch durch beide Lagen durchgestanzt und ich habe das dann in einem Stanzgang fertig gemacht. So sieht das dann aus, nachdem ich das ein paar Mal hin und her gekurbelt habe. Und du siehst, das hat also gleichzeitig durch beide Lagen geschnitten. Und das ist jetzt eben so, dass es hier oben noch zusammenhängt, sodass ich das jetzt gut hier über die Tüte kleben kann. Dafür kommt doppelseitiges Klebeband. Einmal auf die Vorder-, also auf die Innenseiten, einmal eben innen vorne und innen hinten. Und dann klebe ich die Zellophantüte daran fest. Dabei gucke ich, dass dieser Teil, wo eben die Kreise zusammenhängen, dass der auch oben dann in der Mitte ist, damit es möglichst gerade wird. Und dann kann ich es einfach zusammenschlagen und habe diese Tüte dann fixiert an dem Farbkartonkreis. Und dann brauchen wir jetzt zur Dekoration die große Schneeflocke, die habe ich aus dem weißen Samtpapier ausgestanzt und das ist wirklich, es fühlt sich ganz toll an, ganz weich ist die Oberfläche. Das kann man jetzt natürlich so nicht sehen, aber ja, wenn man das in der Hand hält, dann fühlt man das. Und die Schneeflocke klebe ich mit so einem Klecks-Tombow auf.
Und dann habe ich mir noch einen Reststreifen Farbkarton in Babyblau genommen. Der misst 2 cm mal ungefähr 10 cm. Und da kommt jetzt einmal der Gruß. Zauberhafte Grüße und eine schöne Weihnacht. Den Gruß stempel ich jetzt einfach in die Mitte. Und dann schneide ich beide Enden zu einem Fähnchen. So, das Ganze klebe ich dann mit Dimensionals, oder ich habe jetzt hier noch so einen Rest, so ein Randstück, kommt das einmal mitten auf die Schneeflocke. Ich habe den Gruß also so klein wie möglich gehalten, damit man eben möglichst viel von der tollen Schneeflocke sehen kann. Den klebe ich jetzt einfach ganz mittig auf. So, und dann habe ich schon vorbereitet für die Dekoration. Oh, da fehlt mir aber noch was. Und zwar habe ich mit den Stanzformen, die zu diesen zwei Sets gehören, einmal ja die Umrandung, und das finde ich das Schöne an dem Bundle oder an diesen Stanzformen. Man kann das sowohl für die Blüte benutzen, das habe ich ja schon in dem Projekt letzten Adventskalender-Teil gemacht und hier eben auch, dass ich das für diese Blüte genommen habe. Man kann das aber eben auch benutzen, um das mit den Schneeflocken zu matten. Und das ist natürlich ja ziemlich cool, weil man es dann eben ganzjährig benutzen kann. Und deswegen habe ich einmal diese Blüte ausgestanzt, dann einmal diese Schneeflockenumrandung. Das ist jetzt das Teil dann in dem weißen Samtpapier. Und dann noch einmal diese kleinere solide Schneeflocke. Das ist dann ja die dritte Lage. Hier in meinem Beispiel habe ich die unterste mit dem Samtpapier, dann Pazifikblau, dann Marineblau und dann nochmal eine filigrane Schneeflocke, und zwar diese aus dem weißen Glitzerpapier. Und jetzt heute werde ich stattdessen eine von den Metallschneeflocken, von den Embellishments nehmen. So, und dann setze ich das Ganze jetzt mal zusammen. Das ist natürlich easy peasy. Die erste Lage klebe ich mit Tombow fest. Dann kommt die kleinere Schneeflocke aus Pazifikblau mit einem Dimensional. Und dann noch eine, da nehme ich eine von den filigraneren Schneeflocken. Die kommt dann mit einem Glue Dot nochmal oben drauf. Und das Ganze klebe ich dann auch mit einem Glue Dot unten auf die Zellophantüte. Das ist meine schnelle und einfache Idee für heute. Ich hoffe, dir gefällt die Anregung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und freue mich, wenn wir uns dann auch im nächsten Adventskalender-Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.